Jahr noch alles passiert. Und dann schauen wir mal. Wird was. Ich habe allerdings nur ein Zeitfenster von ungefähr einer Stunde, anderthalb. Dann soll es angeblich anfangen zu regnen. Wir machen das Beste draus. You go farmer talking, baby, I go farmer meat. You prefer the melody, I prefer the beat. You're living in the big city and I live in sin. We have so much in common, baby, let me in. Wanna see the big city, I'm gonna take it home. Just because I'm rock doesn't mean I'm made of stone. It's pure flesh and bone. Oh. So, erstmal tanken, Luftdruck gucken und dann mal hoch in Vogelsberg vielleicht. Es hat sich nur leider etwas zugezogen, schon keine 5 Minuten, nachdem ich losgefahren bin. Immer gespannt. 12 Grad, es geht einigermaßen. Gerade mal 5 Liter. Ja gut, Bett kommt aus der Winterlagerung, da muss ja eigentlich noch genug drin sein. Und wie das bei der R9T so ist, sie hat leider keine Tankanzeige. Den Kilometerzähler hatte ich das letzte Mal vergessen zu nullen. Get you real loose. Ain't got a heart, I don't wanna see me bleed. Come lay up a taste, I'll give you what you need. One nail me to the ceiling, baby, pin me to the ground. Yeah, put me on the anvil and bring the hammer down. Wanna see the big show, gotta take it home. Because I'm right doesn't mean I'm made of stone. Wir waren jetzt gerade beim Zwischenstopp, beim Carsten. Carsten. Genauso eine Wuschelbirne. Moin. Und ja, Bericht machen wir nachher noch. Und jetzt geht's gleich noch ein kleines Stückchen von Licht nach Hause. Und dann nehme ich euch nachher noch mit zum Stammtisch. Tour haben wir für heute hinter uns gebracht. War ganz nett, wenn auch nicht besonders lang. Mittlerweile hat es, wie angekündigt, angefangen zu regnen und ja, auf dem Weg jetzt zum Stammtisch. Jahresausblick für 2018 sieht folgendermaßen aus. Wir haben ein paar Sachen in Planung, wo auch Videomaterial drüber auf jeden Fall entstehen wird. Das ist zum einen wahrscheinlich
wahrscheinlich zuerst im April das Anlassen in Gründau. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt, wobei der Herrgott meistens da ein Einsehen mit den Bikern hat und entsprechend dann die Sonne scheinen lässt, wenn es zum Motorradgottesdienst geht. Ja, dann haben wir noch auf der Uhr. Mal gucken, wann das sein wird, ob nach oder vorm Anlassen. Tommy sein Moped muss in die neue Heimat. Und dann packe ich mir die Dicke mit ein und werden wir eine schöne Tour durchs Bremer Land unternehmen oder durchs Bremerhavener Land oder durchs Friesische Land. Schauen wir mal, ne, was da kommt. Das wird auf jeden Fall schön, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil Tommy ist jetzt ja nicht mehr ganz so oft hier und dann mit gemeinsamem Moped fahren ist das schwierig wahrscheinlich. Ja, also. Ja, dann steht das Jahrestreffen an, 1800er. Heißt definitiv, die A9T bleibt in der Garage. Die Dicke kommt mit. Und da werden wir dieses Jahr mal versuchen, einen kleinen Videoblog drüber zu machen, was so tagtäglich passiert auf dem Jahrestreffen. Das gibt es dann nochmal extra. Die DVD kommt natürlich auch wieder, aber beziehungsweise die Blu-ray. Aber das dann nochmal gesondert. So. Dann haben wir für Juli uns eine Kleinigkeit einfallen lassen. So Jimmy und die Gruppe vom Stammtisch Rhein-Main, zumindest diejenigen, die gerne Whisky trinken, werden mal nach Aachen fahren und ein Whisky-Tasting über ein Wochenende machen. Und da man ja beim Moped dann erstmal schön durch den Schwarzwald touren will und abends noch das Whisky-Tasting vollzieht, ist es dann schlecht möglich, noch abends nach Hause zu fahren. Also wir bleiben da über Nacht und verknüpfen das Ganze mit ein bisschen Touren im Nordschwarzwald. Dann steht auf jeden Fall noch die Tour im September mit Thomas an. Wir wollen dieses Jahr nach Ligurien oder in die Toskana, das wissen wir noch nicht so ganz genau, wobei Ligurien hatten wir schon jetzt ein Hotel gefunden, nähe La Spezia. Aber auch in der Toskana hat sich, glaube ich, jetzt habe ich heute Mittag mal geguckt, bietet sich einiges an, was tatsächlich interessant wäre. Und ja, das wird wieder ähnlich werden wie der Sechsteiler jetzt aus Ligurien. Ja, und zwischendrin immer wieder mal hier und da eine Tour. Ich versuche euch dann mit einigen Videos darüber zu beglücken. Seht es mir nach, dass das vielleicht erst im Winter alles kommt, weil zwischendrin müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten. So, jetzt geht's hier in die Eisen. Ja. Ja, und jetzt geht's zum Stammtisch in Wiesbaden auf der Platte vom Stammtisch Rhein-Main, der 1800er Fahrer. Da treffen wir uns heute Abend. Ein bisschen zum Essen, ein bisschen zum Schnacken. Mal gucken, ob da auch noch ein bisschen was geht an Videomaterial. Und mit Jimmy noch mal einen kurzen Schnack führen. Der hat vielleicht auch noch das eine oder andere dann euch zu sagen. Das sehen wir dann gleich. Ja, leichter Regen, wie es vorhergesagt war. Wir sind da auf der Platte. Stammtisch fängt gleich an. Ein bisschen früh. Marcel und Lena sind schon da. Aber was hat der Sven denn hier für ein Wetter bestellt? Ist ja eklig. Boah, ey. Geh doch mal gucken, wa? Ja, hallo Basti. Und wie geht's? Wie war die Fahrt hierher? Zur Platte? Ja, ziemlich gut. Aber der Sven, ja. Der hat ja ein Scheißwetter bestellt. Ja, das war. Also bei uns hatten wir Dachregeln. Basti!
Bleifuß Horsti. Bleifuß Horsti ist das. Das ist nichts, das ist aber nichts. Kickdown ohne Ende, ne? Der gibt nur einen Kickdown. Digi-Horst, digital. Zweistellung 0 und 1. So und so. Das ist Digi-Horst. Aber ich habe bösen Diesel, weißt du, Diesel? Nee, mit Diesel fahre ich. Ja, wir haben jetzt ja beschlossen, wir verkaufen die schönen Diesel und kaufen jetzt alle 5 Liter V8 Benziner und tun was für die Umwelt. Der Dings, der... Jimmy ist da. Akku und Speicherkapazität vorhanden. Wunderbar. Bitte sprechen Sie jetzt in die Kamera. Ich habe nichts zu sagen. Das ist wie zu Hause. Basti, willst du mal gucken? Basti, willst du mal probieren? Ja? Bitte schön. Wissen Sie, Jimmy, du hast ein gewisses Value, Ehren-Value. Ich, ach, der Gerhard sagt, ist zu alt, viel zu viel. Ich bin jung, das weniger. Abfindung, Kuss. Jetzt kommt der Täter an, das ist nicht normal. Ist schon interessant, wie du im Profil aussiehst, kannst du ja mal sehen. Alt, sehr alt. Für heute sind wir fertig. Jetzt geht's gleich nur noch Häme. Wer hatte den Beilagensalat? Hast du das echt gerade gefragt? Ja. Echt? Der da. Denk dran. Der. Wer hat den Beilagensalat?